Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Kreidler-Video haben wir sie versucht, nach einer guten Weile mal wieder zu starten. Dann haben mir ein, zwei Zuschauer geschrieben, dass ich das Fehler dabei falsch rum habe, was mir nicht aufgefallen ist, aber beim dann genau hinsehen direkt. Das heißt, wir tauschen jetzt kurz die Federbeine, drehen die besser gesagt um. Und ja, wenn es aufgehört hat zu regnen, gehen wir in dem Video noch auf der Testfahrt. Oder ich drehe jetzt heute mal die Federbeine und wir schmeißen die nochmal ein bisschen an. Genau. Viel Spaß bei dem Video und vergesst nicht abonnieren und zu liken. Schrauben sind auch nicht mehr die frischsten, könnten wir auch mal erneuern oder zumindest ein bisschen anschmiegeln. Nicht doch recht. Na, das schon wieder schlecht. So, da haben wir schon das Federbein. Schön, original, gefällt mir. Und jetzt montieren wir das so rum. Sieht doch auch gleich viel optisch ansprechender aus. Ach komm, wieder drauf. So. Ja. Die Fußraste sollten wir dran machen. Wir haben die eigentlich so. Da waren die so richtig. Ich schätze mal, die waren so richtig. So, sieht mir ein bisschen merkwürdig aus. Noch eine Unterlegscheibe übrig hat. Die war aber da hinten drauf, so wie mir das aussieht. Sieht mir aber irgendwie falsch aus. Naja, machen wir es mal so drauf. Auf der anderen Seite ist es ohne Unterlegscheibe. Machen wir es halt mal mit. Sollte nicht schaden. So, und nur fest. Okay, auf oben fest. Okay.
Kratzer reingemacht. Gut. So schnell wechselt man oder dreht ein Federbein. Sieht auch gleich viel besser aus. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und machen das dort auch. So, wir sind jetzt auf der zweiten Seite. Aber ich glaube, dieses Mal schrauben wir das nicht richtig. Dieses Mal schnipsen wir das richtig. So schnell ist er fertig. Erledigt. Schön. Ja, wenn euch so Content gefällt wie mit der Gradler, so ein bisschen mein Werkstattalltag, was ich so in meiner Werkstatt treibe, dann lasst doch einen Kommentar und ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir endlich bei schönem Wetter mit der Süßen hier mal eine Runde fahren gehen.